Schwer zu lieben. Das wird safe number one gehen, ne? Also das Album. Oh, wie schön! Schönes Intro! Sieht man es nicht mehr, zu langsam. Ich sehe dir noch Hoffnung und Wege, die du mit anderen gehst. Es tut weh, doch ich bleib. Guck mal, wie interessant. Es tut weh, doch ich bleib. Und das ist dann der Pre-Refrain. Also es sind ganz unterschiedliche Teile des Liedes. Und ich finde es sehr interessant, weil im Deutschrap, ne, also das ist jetzt kein Deutschrap, ne? Aber ich meine, du hast immer eine Line, kommt die nächste Line, so hier meine Texte zum Beispiel. Ich schreibe immer so, zack, ja okay, man erkennt gar nichts, egal. Aber die Lines sind halt immer gleich lang, wenn es um die Wörter geht oder um die Silben, sagen wir mal. Aber bei ihr, weil sie mit einem Gesang halt diese Silben in die Länge zieht, ist es so, guck mal, ich kann dich nicht hassen, wie ich will. Und dann zieht sie da irgendwas so in die Länge und das ist total interessant irgendwie, weil ja die Struktur dann des Textes auf dem Beat ist so interessant, finde ich, weil man weiß, man kann nicht erwarten, wie die nächste Line gesungen wird. Und das macht es, finde ich, immer sehr interessant. Ja. Wo ich bin, wenn du mich einmal brauchst, wo soll ich hin, nur du warst mein Zuhause. Du kann mich keine lieben, bin ich so. Das sind harte Lyrics. Aber ich fand schön, wie im ersten Drittel das nur das Piano war und ihr Gesang. Da kam so richtig ihre Stimme zum Vorschein, ne? Naja.